Ja, Ordnung ist das halbe Leben. So, dann haben wir das nämlich so. Ehrlich gesagt, mache ich trotzdem das, was ich noch machen wollte. Und zwar wollte ich ganz gerne versuchen, da. Ich muss mal kurz gucken, haben wir es hier? Nein, haben wir nicht. Ganz ehrlich, wir machen uns nochmal welche. Ich wollte da nochmal Zäune dran machen. Ich hatte gehofft, dass wir noch Zäune haben zum Testen, aber scheinbar habe ich die irgendwo hingepackt oder verbraucht oder. Ich glaube, ich habe die da hinten verbraucht. Ich bin mir da aber auch nicht mehr sicher. Ist jetzt auch egal, komm. Da machen wir einen Zaun. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Wir machen mal. Eigentlich ist gar nicht so viel. Hätte ich ganz machen können. Vielleicht mache ich später auch nochmal einen Carpenter-Zaun oder so. Wir müssen mal gucken. Und jetzt würde es mich interessieren, geht das? Das sieht doch scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Entschuldigung. Müssen wir mal gucken. Also ich mache es jetzt erstmal hier hin, ne? Aber es sieht primär echt bescheiden aus. Ich schaue mir das jetzt gleich mal von ja. Ich schaue mir das jetzt gleich mal von unten an, wie das dann wirkt. Ach, was mache ich denn da? Ja, gut. Kriegen wir nicht ganz fertig. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Dafür kriegen wir das fertig. Eventuell sieht es mit dem Zaun ungeil aus. Obwohl es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Wir müssen mal gucken. Wir werden es erstmal lassen. Wir müssen halt eins nach dem anderen machen, aber das sieht schon, das sieht doof aus. Also von hier geht es. Aber ich kann ja trotzdem da durch. Es ist ja nicht ein Schutz oder so. Nee, das kannst du vergessen. Ich glaube, wir machen hier einen Zaun hin. Ja, okay, aber bei den Treppen muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also, das mit dem Zaun ist echt uncool. Den lassen wir. Da macht es Sinn, einen Zaun zu haben. Wobei ich auch hier den ersten weglassen würde. Er steht über und das ist nicht cool. Ja, es ist viel Detailarbeit. Das ist wirklich ja, das, was am meisten Zeit frisst. Diese ganzen Details. Ne? Dieses Haus, dieses Grundhaus hat mal ratzfatz stehen. Ja, so ist richtig. Und jetzt befassen wir uns hiermit und halten uns damit auch sehr lange auf. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, dass man hier nicht runterfallen oder mit Absicht runterspringen kann. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Das ist ja das, was ich verhindern wollte. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, gefällt mir noch nicht so. Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, der Zaun ist einfach hier zu viel. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Ja, ich habe bestimmt eine Spitzhacke dabei. Eine Spitzhacke, eine Axt dabei. Aber das gefällt mir einfach gar nicht. Dann kann ich das auch nicht so lassen. Was wollen wir uns künstlich den Weg versperren, ganz ehrlich? Ist ja auch totaler Schwachsinn dann.
Und ganz ehrlich, haben wir Erde dabei? Wir haben Erde da. Wir haben fast nichts mehr im Erde. Hatte ich nicht gerade noch Erde irgendwo? Das Granit. Ich hätte schwören können, da ist Erde. Ich wollte gerade sagen, ich hätte schwören können, dass da noch Erde ist. Die brauche ich jetzt nicht. Ich brauche dich. Na klar, die Blume. So, und da müssen wir hier jetzt mal gucken. Na, mal gucken. Ne, ist jetzt. Okay, da war ich mir jetzt nicht sicher. Es wird schon wieder dunkel. Das geht ja hier ratzfatz. So, sehr schön. Dann animiert das auch, da lang zu gehen. Hier müssen wir vielleicht auch noch einen Zaun rum machen, weil ansonsten hüpfen wir mal hier runter immer. Und wir wollen ja eigentlich hier runter. Und ehrlich, von hier hat man dann eine wunderschöne Aussicht, wenn man hier steht. Oder hier steht. Aha, ist klar. Wir können es dahinter bewegen. Wie gesagt, ich würde nur gerne irgendwas haben, dass ich hier nicht direkt so jump, jump, jump mache, sondern dass ich den Weg auch gehe. Aber gut, vielleicht müssen wir das erstmal so lassen und einfach ehrlich zu uns selber sein. Auch das ist ja manchmal notwendig, sowas. Gut, dann haben wir den Zaun als grobes auch erstmal fertig. Ich glaube, unten brauchten wir noch Zaun, oder? Hat da nicht noch gefehlt, aber das machen wir auch später. Ja, da fehlen noch so zwei Stücken oder so. Das machen wir dann später. Da machen wir jetzt aber nicht extra einen neuen Zaun, oder? Nee, komm. Wir haben mehr als genug zu tun. Das wollte ich kurz was essen. Ja, Fleisch gibt recht wenig Sättigungsgefühl. Das ist natürlich auch doof. Gut, die Erde kann erstmal nach unten wieder rein. Zack, weg ist er. Und dann sehen wir hier auch, wie viel wir haben wieder. 22 mal 64 und das plus 16. Limit Stacks sind einmal 32. Also ich kriege da einmal 32 rein mit 64. Jetzt könnt ihr rechnen, wie viel da reingehen. So. Das Holz benötige ich noch. Ja, hier drinnen könnten wir jetzt eigentlich auch weitermachen. Das Eichenholz, ich muss Birken fällen. Ich muss hinten hingehen, Birken fällen. Wir brauchen viel mehr Birkenholz, dass wir das mal hochziehen können. Da hinten gab es ja Birken. Ist durchaus eine Möglichkeit, dass wir da hingehen und mal 2, 3, 4, 5, 6 Birken umfällen. Oh, Telefon. Ich muss mal ganz kurz, ne?
So, weiter geht's. So ist das mit diesen Telefonaten. Sie kommen immer dann, wenn ich aufnehme. Nein, ich werde auch so sehr häufig angerufen, muss ich sagen. Manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel des Guten. Ganz ehrlich, haben wir die Axt dabei. Ganz, ganz ehrlich, wir gehen jetzt Holz hacken. Wir brauchen Birkenholz. Das müssen wir auch noch alles abhacken. Also da besteht uns auch noch ein bisschen was bevor. Und ganz ehrlich, ja, ich würde gerne das Bett mitnehmen. Dankeschön. So, und dann gehen wir auch Holz hacken. Wir wissen ja ungefähr, wo es war. Hier mit der Schafsherde finde ich echt toll. Ja. So, und irgendwo in diese Richtung. Und dann werden wir da mal ordentlich Holz hacken, dass wir da nicht immer wieder hin und her rennen müssten. Im Endeffekt müssten wir ungefähr, ich denke mal, 10 Bäume fällen. Das geht ja recht schnell. Vielleicht machen wir auch 15 oder 20. Wir schauen mal. Hier drin waren die Piranhas, glaube ich, direkt vor der Tür. Und waren die Birken hier, genau. Und hinten gab es ja noch die ganzen Birkenwiese. Also auch das ist dann noch eine Option. Die Setzlinge nehmen wir nicht mit, die dürfen sich ruhig in die Erde setzen. Das ist kein Problem. So wie hier, dann wachsen da gegebenenfalls halt mal neue. Was habe ich denn eingesammelt? Birkensetzlinge. Ja gut, hier wollen jetzt gerade keine wachsen. So, ich gucke gerade mal, wo diese große Birkenwiese war. Wir haben da noch eine Birke. Wir müssen jetzt erstmal das hier vorne mitnehmen. Vielleicht kriegen wir hier vorne ja schon genug zusammen, dass wir gar nicht diese Weltreise machen müssen. Obwohl der schon cool aussieht, das muss man schon sagen. Ich lasse den, glaube ich. Ich glaube, der hat besonderen Schutz. Na, einen noch. Sehr schön. Und auch den werden wir hier sicherlich fällen und auch der wird neu wachsen. Ja, wir müssen gucken. Es gibt nicht so viele Birken hier direkt bei uns vor der Tür. Dementsprechend müssen wir halt schauen. Aber sie haben ja die Möglichkeit, sich jetzt zu vermehren. Ja, Mu. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 29. Das reicht niemals aus für einen Bau. Ja, wir müssen doch leider ein bisschen weiter weg. Macht aber jetzt auch nichts. Denn ich glaube, da hinten am Horizont dürfte das schon irgendwo anfangen. Ja, wir haben hier Höhlen über Höhlen. Wir haben ja noch diese große Höhle unter unserem Haus. Die würde ich wirklich ganz gerne noch erforschen. Ja, Hühner und so, das müssen wir alles noch fangen. Das kommt auch noch demnächst. Was heißt demnächst? Das wird natürlich auch noch eine ganze Weile dauern. Aber es wird noch alles kommen und ich weiß nicht, tendenziell, ich weiß gar nicht, wann diese Aufnahme kommt. Ich habe so viel vorprogrammiert. Die kommt wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende Oktober, vorprogrammiert vor allen Dingen. Nein, voraufgenommen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, was wir in diesem Jahr noch alles schaffen werden in Minecraft. Wie gesagt, vielleicht, ja, ich sag wie gesagt, ich habe es gerade gar nicht gesagt. Ich habe es mal irgendwann gesagt, aber ich sag ruhig mal schon, wie gesagt, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Nee, ich müsste mal gucken, ob es vielleicht Sinn macht. Nee, das ist ja nicht richtig. Wir sind ja da lang. Zwei Folgen an Tag auf YouTube zu setzen. Einfach, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Oder, ja, oder wir lassen es halt bei dieser einen, das können wir natürlich auch lassen.
Da könnt ihr mir gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr darüber denkt, wenn ich mal ein bisschen mehr Lust habe zu spielen, ein bisschen mehr Zeit auch dafür habe und das dann veröffentliche. Ob ihr sagt, gut, dann machst du halt mal irgendwann eine längere Spielpause oder veröffentlich dann halt einfach ein bisschen mehr. Und ja, ihr habt da ein bisschen mehr Content zu gucken. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hier ist ein neuer Kaktus, aber ehrlich gesagt, einen Kaktus will ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo war diese dumme Wiese? So weit war ich niemals weg. Ist das der Birkenwald da hinten? Aber ich bin noch nicht durch die ganze Wüste gelatscht, oder doch? Das Schwert macht's auch nicht mehr lange. Ich denke mal, die Rüstung auch nicht. Ja, wir brauchen dringend einen neuen Helm. Ist schon nicht mehr grün, ehrlich gesagt. Müssen wir dann aufpassen. Ja. Ja. Ist schon ein bisschen mies in der Wüste. Und ja, hier sind die Birken gewesen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Da gehen wir doch glatt auf die Axt und fällen hier, was das Zeug hält. Hier kriegen wir ratzfatz unser Birkenholz zusammen. Und wie gesagt, wir werden schon so viel nehmen, dass wir hier nicht wieder extra herkommen müssen. Das macht meiner Meinung nach nicht unbedingt Sinn, diese langen Wandereien. Mag für den einen oder anderen vielleicht mal eine Pause sein von den Hausgebauen und so. Aber ehrlich gesagt wollen wir ja auch vorankommen. Ups. Ja, ich habe jetzt bestimmt 3 Wochen im Voraus aufgenommen. Ich werde mal versuchen in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob es klappt, man wird es ja sehen, an diesem Video spätestens mal so Thumbnails zu machen. Das ist, da habe ich nicht wirklich Ahnung von. Ich habe schon 2 Grafikbearbeitungsprogramme, das ist nicht das Problem. Weil ich auch schon zu Hause viel mit Fotos arbeite und so und das mache ich auch schon ewig und 3 Tage. Aber ich habe noch nie so Thumbnails versucht zu machen. Da müsste ich mal gucken. Zumal für jede Folge, das ist schon aufwendig. Ne? Das ist schon aufwendig, wenn man nicht den ganzen Tag Zeit hat dafür. Da müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir bestimmt auch hin. Vielleicht könnte ich auch so einen Thumbnail-Wettbewerb machen oder so, wo ihr die Möglichkeit habt, welche einzureichen oder so. Und ja, wobei eigentlich würde ich schon wechselnde haben wollen für jedes Video, wenn ich mir die Mühe mache. Also ein Standard-Thumbnail habe ich ja. Ich würde schon gerne mehr Abwechslung haben. Müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Also wie gesagt, muss ich mir mal YouTube angucken. Vielleicht gibt es da irgendwie Videos zu oder so, bestimmt. Denn eins steht schon fest, ich darf nicht schlafen. Denn eins ist auch klar, im Endeffekt, es sieht schöner aus. Ne? Wenn man für jedes ein eigenes Thumbnail hat, ist das prinzipiell schöner. Darf ich jetzt bitte? Hallo, ich würde gern schlafen. Hallihallo. Dankeschön. Ach, Zombies sind aus, sie können ja gar nicht kommen. Könnten wir hier auch rein theoretisch gesehen anmachen, aber sind wir ehrlich, da wir hier nur tagsüber unterwegs sind, wird uns da eh nichts entgegenkommen. Ja, aber da könnt ihr mir ja auch mal zuschreiben, was ihr denkt. Sind Thumbnails sinnvoll? Sollte ich dafür Zeit investieren? Oder sagt ihr generell, oder vielleicht habe ich es, aber es geht ja auch um die Zukunft, ob ich das weiterhin dann mache? Oder sagt ihr generell, euch ist das völlig egal, ob da ein schönes Thumbnail ist? Euch geht es eher um den Text? Oder guckt ihr generell einfach, ja, weil ihr sagt, okay, weil ihr sagt, ja, es interessiert mich halt das Spiel jetzt gerade so, wie hier gespielt wird, aber dir ist völlig egal oder ja, es ist eigentlich dir völlig egal, ob da jetzt ein Thumbnail ist oder halt nicht. Also es hat quasi keine Beeinflussung auf dich.
Das könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob euch generell bei Videos Thumbnails ansprechen und ihr deswegen die Videos schaut oder ob ihr einfach nur schaut, ja, aus dem Grund, dass euch ein Titel interessiert. Wie gesagt, ich werde mich da mal auseinandersetzen müssen mit. Ich sage zwar öfter mal in Videos, dass es hier sich um keinen professionellen Kanal handelt und ich habe auch aktuell immer noch keine Werbung geschaltet. Auf keines der Videos sollte irgendwo eine Werbeeinblendung sein. Dann hat das nichts mit der wie ist das? Motanisierung zu tun. Heißt das so? Ich glaube. Die habe ich deaktiviert bei allen Videos. Ja, also gehe ich davon aus, dass es alles werbefrei ist. Klar, wenn man sich das Video vielleicht in 2 Jahren anguckt oder so, kann das schon anders sein. Aber prinzipiell bin ich viel zu klein, als dass ich damit auch nur 1 Cent verdienen würde. Und warum soll ich euch damit Werbung belästigen, wenn ich eh nichts davon habe? Das ist doch Schwachsinn. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich darauf gekommen bin, wie die Überleitung war. Das ist, wenn man immer einfach so vor sich her quakt und ja, nicht wirklich nachdenkt. Wie viel haben wir denn? Ein 64er genau nur. Achso, und ein 14er. Ja, ich würde gerne zwei 64er schon haben wollen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich schon glaube, dass das schon grundsolide ist, was wir jetzt haben. Aber letztendlich habe ich auch keine Lust, hier nochmal herzulaufen in naher Zukunft. Also würde ich schon gerne so viel Holz mitnehmen, dass wir da safe sind. Sehr schön. Ja, dann hacken wir hier das Holz. Die Spitzhacke ist fast hin. Wir haben, glaube ich, noch eine dabei. Das ist nicht das Problem. Den Baum wird sie nicht überleben. Wir nehmen hier mal so einen kleinen. Ja, hat ja perfekt gereicht. Eigentlich ehrlich gesagt, ja, das reicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Wie gesagt, zu allergrößten Not können wir ja auch wieder hierher kommen. Unser Zuhause, da ist das Village. Oh, wir sind so weit weg. Wir sind so weit weg. Das ist unglaublich. Ich könnte jetzt hier natürlich noch stundenlang hacken. Das ist generell auch möglich, aber ich hoffe einfach, dass das reicht. Und dann schauen wir mal. Ne? Dann schauen wir mal. Na, okay, hier ist Kakteen hoch 5. Hier gibt es Kakteen hoch 5, wollte ich sagen. Das Bett haben wir mit. Okay. Kann man ja auch mal ganz schnell wo liegen lassen. Das ist ja durchaus auch eine Gefahr, die man hat, dass man Betten verliert. Bin ich denn halbwegs auf den Weg? Es sieht gut aus. Es sieht. Ja, wir können sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung können wir gehen. Ja, ich dachte, da kommen wir gerade so vorbei. Ja, so ist das, so nicht anders. Und da müssen wir mal gucken, da ist die Wüste beendet. Ob das Holz dann reicht oder nicht reicht. Ich dachte, hier wäre eine Höhle, aber ist nur ein kleines Wasserloch. Genau, hier haben wir vorhin die Birken umgehauen. Das ist im Übrigen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hierher gefunden habe. Ach, der Baum war es, genau. An den habe ich mich dann orientiert letztendlich. Da haben wir unser Leben verloren. Und nicht nur das, sondern auch eine ganze Menge andere Sachen, die wir zwar dann wiederholen konnten, aber es war mehr als spannend genug. Ist lustig, dass wir jetzt hier unser Haus so in der Nähe haben. Wir können die Höhle noch erkunden. Wir haben unter unser Haus noch die Höhle. Also da ist auf jeden Fall noch für Abwechslung gesorgt. So schnell dürfte uns nicht langweilig werden. Hier sieht man, dass wir nicht in Chunk waren. Der Baum zersetzt sich noch.
So, da dürfte unser Zuhause sein, denn hier ist die schwebende Insel, auf der wir auch noch irgendwas bauen, irgendwas Abgefahrenes oder so. Mal gucken. Oder vielleicht ein Glaskasten oder ich weiß nicht was. Wir gucken mal. Muss ja mal ein bisschen aufpassen wegen die Piranhas. Denke ich mal nicht dran. Ja, meh. Ja, da müssen wir auch mal gucken. Ställe müssen wir machen. Ich kann mir vorstellen, hier vorne auch einen Schafstall unten zu machen. Es sind ja eh so viele Schafe da. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da einfach ein Gitter rumziehen und dann haben wir einen kleinen Schafstall. Den statten wir halt ein bisschen aus mit irgendwas und keine Ahnung. Mir fällt gerade ein, hier kam man doch so schwer hoch. Ich glaube, hier war das irgendwo ein bisschen einfacher. Ja, so auf jeden Fall nicht. Meine Güte. Jedes Mal, ich muss mir hier einfach mal einen Weg markieren oder so. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, dass sie hochkommen. Auch da müssen wir vielleicht mal Abhilfe schaffen. Ja. So, dann haben wir das auch geschafft. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass die hier nicht wirklich wachsen. Es wird einfach das falsche Biom sein. So, und dann können wir aus dem ganzen Holz, was wir haben. Ja. Ja, die sammeln wir gleich auf, das ist kein Problem. So schnell gehen die nicht weg. Wie wir hier was setzen, müssen wir mal gucken. Also die Fenster mache ich alle später rein. Das kann man jetzt schon mal sagen, denn ja, aber man sieht schon wirklich, wie viel Holz wir brauchen. So, sehr schön, sehr schön. Das darf da nicht hin. Dankeschön. Und wie gesagt, wo wir dann hier reinbauen oder so, müssen wir dann mal gucken. So, und jetzt können wir nämlich draußen das Holz wieder nehmen. Jetzt haben wir hier genügend verbaut. Eigentlich reicht das sogar. Also wir haben echt genug mitgenommen. Da bleibt sogar noch ein bisschen über. Ist jetzt zwar ein bisschen dunkler hier drin, aber das macht nichts. Und dann haben wir das ja eigentlich schon fertig. Das war es ja eigentlich schon. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir hier vielleicht noch so eine Abtrennung machen oder so. Dass wir hier sagen, hier kommt noch ein Raum hin, aber was willst du denn da machen? Weiß nicht, was man da machen will. Wir machen es einfach mal. Und wir gucken mal, was wir dahin basteln. Vielleicht machen wir es auch wieder weg. Ich weiß es nicht, weil das war mir, ehrlich gesagt, ich will hier ein Esszimmer dann haben und da ein Wohnzimmer oder so oder umgekehrt. Ich weiß es noch nicht, weil, ja. Ja, so sieht das dann aus. Da haben wir echt gut Holz verbaut. Den Zaun müssen wir noch machen. Und wie sieht es eigentlich von hier aus? Ja, das sieht ganz adrett aus. Das ist ganz okay. Und das kann man wirklich so lassen. Ich gehe mal schlafen. Obwohl ich hätte, na, ich hätte auch da außen rumgehen können. Nimmt sich nicht so viel. Ja. So kann es gehen, ne? Genau so. Ja, sehr schön. Die Sonne geht auf und ganz ehrlich, ich werde viel machen, aber das Birkenholz werden wir hier lagern. Denn das haben wir teuer erkauft. Und das tut ja nicht Not, dass wir das dann so verschwenden. Da haben wir eine halbe Weltreise gemacht.
Ganz ehrlich, da kann das rein. Ich nehme es einfach nochmal mit. So, Ali hopp, sehr schön. Ich würde ganz gerne das hier hin machen. Ne, den verbrauchen wir zuerst. Das machen wir weg. Dann brauchen wir die Schaufel hier. So, ihr werdet jetzt fragen, euch sicherlich fragen, ob ich völlig verrückt bin und wieder anfange hier sinnlos zu buddeln. Naja, es war bis jetzt noch nicht sinnlos. Die Antwort ist nein, sinnlos nicht. Ich habe nur vor, hier so einen Platz oder so zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir hier einen Brunnen hin oder weiß der Geier, was wir hier machen. Na, das wollte ich vermeiden. Spitzhacke haben wir auch mit. So einfach, dass wir hier sehen. Vielleicht darf ich auch nur eine Treppe machen. Aber das sieht dann, glaube ich, nicht mehr geil aus. Ich glaube, das sieht nicht geil aus. Oh, ein Stein fehlt, genau. Das sieht nicht toll aus, oder? Dann muss man die an der Seite schon noch mitmachen. Aber wir haben ja momentan kein rosa Granit mehr. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich den farmen könnte. Und wenn der nicht hier ist, dann ist er nirgends. Das ist nur Granit. Es sieht sehr, sehr schlecht aus. Hier drin darf es nicht sein. Hier drin haben wir mehr Erde noch und so. Ganz ehrlich, die Erde sortieren wir mal unten ein. Denn ansonsten haben wir alles zehnfach. Das tut ja auch nicht Not. Ja, die Erde, das geht jetzt nach unten in den Keller. Hier oben nimmt es langsam Gestalt an. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen was geschaffen, aber ehrlich gesagt muss hier die Erde auch weg und dann müssen wir auch diesen Gestein nehmen. Das ist einfach so. Der muss dann halt von der Seite sichtbar sein, aber das ist okay. Ne, hier brauchen wir das noch nicht mal so. Hier ist das okay so, ehrlich gesagt. Hier kann man das so lassen. Hier müssen wir, das da muss das so sein. Das geht halt nicht anders. Das sieht sonst echt doof aus. Zumindest der erste hier muss. Aua. Aua, ich drücke die Shift-Taste. Eigentlich darf ich gar nicht fallen. So, dann gehen wir das Feld nochmal ernten. Bevor hier wieder ein Schwein reinkommt. Wie gesagt, diese Ernte ist dann fürs Brot perfekt. Also man sieht hier schon, wir kriegen hier schon wirklich große Mengen raus. Wahrscheinlich mehr, als wir fürs Brot verwenden können. 58 alleine hier. Und ganz ehrlich, diesen anderen Kappes, ich lasse das erstmal da drin. Brauchen wir gerade nicht. So, Ali hopp. Hier müsste ich vielleicht auch noch einen Weg hin machen, das kommt dann auch noch. Und wenn wir da oben das so machen, das sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Das ist, glaube ich, okay. Da musste ich gerade mich räuspern. Ja, und dann nimmt das so langsam Gestalt an das Haus. Und ich überlege. Ganz ehrlich, ich würde sagen, ich nehme schon wieder 2,5 Stunden auf. Ich nehme schon wieder 2,5 Stunden auf und ich habe vorhin schon so lange aufgenommen.
Holla die Waldfee, heute schon 5 Stunden Minecraft Roundabout gezockt. Das ist schon krass und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich jetzt eine Pause einlege. Wie gesagt, ich habe eh viel zu viele Folgen im Voraus produziert. Wir haben eine Menge jetzt geschafft in dieser Aufnahmesession. Ich bin zufrieden. Innen nimmt es Gestalt an, außen nimmt es Gestalt an. Das mit Serpentin gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ist aber noch nicht optimal, da man hier wirklich einfach ja quasi abkürzen kann. Und das gefällt mir nicht so. Hier hätte ich gern einen Zaun gehabt. Vielleicht lasse ich mir da was anderes einfallen. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich beende die Aufnahme an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Ja, und gern auch einen Kommentar da lassen. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, gern mal schreiben, was euch nicht gefallen hat. Auch das ist immer sehr hilfreich, um ein Let's Play zu verbessern. Und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo dalassen und werdet dann über neue Folgen von Minecraft Live in the Woods und anderen Projekten auf diesem Kanal informiert. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als ciao.